Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch gerne ein Update zeigen meiner Objektivreihe. Und zwar ist das Leben des Sammlers ja immer spannend, weil es gibt immer wieder neue Angebote. Man beobachtet den Markt und der Markt bleibt selber auch immer spannend, weil sich die Preise auch immer anders entwickeln oder sie entwickeln sich überhaupt. Und ja, ich hoffe, das ein oder andere Interessante ist hier für euch bei und ich zeige euch ein paar Unterschiede und womit ich auch persönlich Erfahrung gesammelt habe. Fangen wir erstmal an mit dem Unterschied zwischen der MC-Objektive und MD-Objektive. Allgemein heißt das Bajonett nämlich SR-Bajonett. Vielerorts im Internet wird es als MD-Bajonett verkauft, wenn man jetzt einen Adapter kauft für Minolta-Objektive auf Sony zum Beispiel, dann heißt das bei, dann heißt der Adapter Sony Nex, sorry, MD Nex. Und aber eigentlich ist das das SR Bajonett und nicht MD. Ja, fangen wir mal an. Das ist das MC 55 mm 1.7 und zwar galt MC einfach nur dafür, dass wenn man das Objektiv anschließt, hat man hier den Blendenring der Kamera mit einem Stift und wenn ich jetzt die Blende verschiebe, dann geht der Stift mit. Und zwar ist da so ein kleiner Haken, der schiebt den Stift immer mit und weil der Stift mit einer Feder gespannt ist, geht er auch wieder zurück in seine Ursprungsposition. Und zwar kann man das sehr gut daran erkennen. Hier zeige ich euch mal eben den Stift. Das ist der. Der schiebt den Blendenring mit und der Blendenring, der zeigt die Kamera, wie viel Licht gerade vorhanden ist. Und zwar, wenn man das ganz zumacht auf Blende 16, also auf die kleinste Blende, dann wird der Kamera gesagt, dass ganz viel Licht da ist und sie misst das Licht mit entsprechend dem Blendenring zusammen. Und jetzt haben wir hier die MD-Variante. Bei MD haben wir den Unterschied, zumal auch optisch, weil das ein schwarzer Ring ist, dass wir hier nicht nur einen Stift haben. Kann man das hier sehen? Ja, hier ist so eine kleine... Genau, das ist einmal der Stift. Und wir haben nämlich noch einen zweiten Stift. Hier sehen wir das. Da, das ist der zweite Stift. Also Stift 1... Wo haben wir den hier? Der erste und der zweite. Das sehen wir. Hier habe ich das schon drauf, das Objektiv. Zumal sehen wir auch wieder, dass hier der Blendenring mitgeht. Sehen wir da, dass hier dieser Stift mitgezogen wird von der Blende. Und der zweite Stift hat die Funktion, dass er bei der kleinsten Blende auf der grünen 16 dann automatisch diesen Hebel eindrückt. Sehen wir das? Wenn wir jetzt hier auf Blende 11 sind, passiert noch nichts. Aber sobald wir auf Blende 16 schalten, dann wird der Stift hochgedrückt. Und das ist nämlich sowas wie ein Schalter, der die Kamera dann vermittelt, dass die Programmautomatik eingeschaltet ist. In diesem Fall bei der XD11 oder XD7 müsste man dann auf S schalten, dann wäre es die Programmautomatik und die Kamera auf der kleinsten Blende lassen, sodass dieser Stift hochgedrückt wird. Das sind die Unterschiede zwischen dem MC und dem MD-Bajonett. Also zumal optisch, als auch, dass hier nur ein Stift ist und hier sind, kann man sehr gut im Licht jetzt sehen, hier sind ein Stift und der zweite Stift verbaut. Der zweite Stift ist dann für den Schalter der Programmautomatik. Ja, weiter geht's in den Objektiv-Update. Hier habe ich einmal das 24mm 2.8, was als sehr wertig gilt und auch sehr scharf. Ich habe es ausprobiert, aber jetzt bin ich noch nicht damit durch den Wald gelaufen und habe alle möglichen
Testbilder damit gemacht, sondern einfach, ich habe es einmal drauf gehabt und habe den Weitwinkel ausprobiert und auch einen Sonnenuntergang schon mal fotografiert und muss echt sagen, sehr scharf und hat einen ordentlichen Weitwinkel. Und wer gewohnt ist, durch ein 50 mm Objektiv zu schauen, an einem Minolta Buddy, der wird sich auf einmal wundern, wie weitwinklig es aussehen kann im Sucher, wenn man hier 24 mm drauf schraubt. 24 mm übrigens auch gut und gerne für Sternefotografie. Wer einen digitalen Buddy hat, wo man es adaptieren kann und der sehr lichtstark ist, also ich rede jetzt zum Beispiel von der Sony A7S oder auch die A7 II oder 3, je nachdem, und man kann den ISO gut hochschrauben, dann kann man auch mit 2,8 Sterne fotografieren. Einfach ausprobieren. Aber wie gesagt, sehr wertig und es fängt auch nicht bei 30 oder 40 € an, sondern geht dann auch schon bei 150 los und über 200 ist kein Problem. Also die sind auch relativ teuer, die Objektive. 24 mm. Hier habe ich zwei 28 mm Objektive, beide in MD-Versionen, MD1 und die MD2-Version. Erkennt man eigentlich relativ leicht. Die MD1-Version ist meistens etwas größer oder etwas nicht so kompakt, sage ich mal jetzt vorsichtig. Und die MD2-Version, die hat zum Beispiel vom Blendenring über bis zum Fokusring so eine kleine Steigung oder so eine Neigung, so besser gesagt. Und hier haben wir eine Gerade. Das heißt, dass das hier minimal größer ist und durch diese kompakte Bauweise kommen auch die 49 mm Filtergewinde zustande. Hier haben wir 55 mm. MD1 hat immer 55 und MD2 hat schon immer 49 mm. Im Allgemeinen merkt man auch, dass das MD2 minimal leichter ist. Das MD1 ist etwas schwerer. Hier ist einfach mehr Metall verbaut und hier fing man schon an, mehr Plastik zu verbauen. Übrigens, schöne Objektive, womit ich auch schon mal sehr gut Sterne fotografiert habe, besonders wenn Neumond ist und die Milchstraße zum Vorschein kommt, dann kann man sogar mit 28 mm und 2,8 sehr gute Ergebnisse erzielen. Natürlich, je nachdem, was man gewohnt ist, ob man jetzt irgendwie die Sterne fotografiert mit einem sehr hochwertigen, modernen Autofokus an Digitalkameras, da ist man andere Sachen gewohnt, als wenn man jetzt mal hier so ein Objektiv drauf macht, was schon gut 40 Jahre alt ist. Aber es geht ja immer um die Möglichkeiten, was man womit schafft. Es geht ja auch immer noch um den Geldbeutel, ob man bereit ist, so viel Geld für ein modernes Objektiv auszugeben oder auch mal sich an alte Objektive ranwagt. Also damit ist es auf jeden Fall zu schaffen. 28 mm. MDW Rokkor. W übrigens für Weitwinkel oder Wide Angle, ne? Ja, gehen wir weiter zu 35 mm. 35 mm ist übrigens einer meiner Lieblingsbrennweiten, weil ich mag den 35 mm Look, sowohl digital als auch analog. Und 35 allgemein gilt als sehr scharf. Auch jetzt dieses Minolta-Objektiv, das ist die MD1-Variante, sehen wir wieder daran, dass wir 55 mm Filtergewinde haben. Und zwar stehen hier keine 55 mm drauf. Hier stehen 49 mm drauf. Und hier steht auch nichts drauf. Kein Filterdurchmesser. Das heißt, wenn nichts draufsteht, dann ist es immer automatisch 55 mm. Kann man sich merken. Wenn kein Durchmesser draufsteht, dann ist es automatisch 55 mm. So hat auch dieses 55 mm Filterdurchmesser. Und 35 mm gilt sogar noch schärfer als die 28 mm, die mehr für Landschaft ist. Das hier ist sehr vielzweck einsetzbar, 35 mm. Und ich mag die Brennweite 35 mm. Ja, gehen wir weiter zu
Pancake. Und zwar ist das das MD Rockcore 45mm 1.2 als Pancake. Mal nur so als Vergleich, wenn wir hier ein 50mm haben. Das hier sind 45mm und man merkt doch, dass es recht klein ist und kompakt und auch schön leicht. Und dafür, dass man nur 5mm Brennweite weniger hat, ist es aber ganz schön kompakt. Und ja, ich war damit letztes Jahr im Herbst 10 Tage lang in Israel als, ja, nicht Entspannungsurlaub, sondern wirklich immer unterwegs sein, da jeden Tag woanders hin. Und da war ich wirklich froh, dass ich eine Kombination aus der Minolta X500 und diesem Objektiv hatte. Und war nachher wirklich sehr erfreut, wie schön scharf das Objektiv ist und wie die Bilder ausgefallen sind. Kann man übrigens auch in einem meiner anderen Videos sehen, wo ich mit diesem Objektiv Fotos gemacht habe. Und wirklich eine kompakte, scharfe Festbrennweite, die meiner Meinung nach viel mehr wert ist als das, was sie im Internet immer angeboten wird. Aber umso besser ist es, dass man sie günstig kaufen kann und wirklich ein tolles Objektiv ist. Also 45mm f1.2, Entschuldigung, f2, so, nicht 1.2. Das wäre es ja. Ja, kompakt und scharf zugleich. Wirklich eine perfekte Kombination. So, gehen wir weiter zu einer Sammlung an 50mm. Dazu hole ich gleich mehrere. Und zwar geht es weiter mit den MC Rockcore PG, das 1.4 PG, ist ein wirklich für mich legendäres Objektiv, weil es eine unglaubliche Schärfe hat und eins der schärfsten Objektive ist, welches Minolta je gebaut hat, muss ich immer wieder sagen. Ich habe zwar kein 50mm Autofokus-Objektiv, dafür nehme ich dann immer dieses Objektiv. Und zwar kann man das wirklich sehr, sehr gut an einer Sony A7, hier habe ich den Adapter schon drauf gemacht, adaptieren und dank der A7 II oder A7 III gibt es den Bildstabilisator in der Kamera, wo man dann die 50mm im Menü auswählen kann und dann hat man ein Objektiv, welches zwar keinen Autofokus hat, aber immer noch bildstabilisiert ist und wo man auch locker und gut eine 30stel Sekunde aus dem Stand verwacklungsfrei schießen kann und für Porträts oder ähnliche Aufnahmen sehr gut geeignet ist. Und wirklich, ich wundere mich jedes Mal über die Schärfe des Objektives, was wirklich Spaß macht zu benutzen. Hat auch in der Offenblende ein sehr schönes Bokeh, ein etwas auffälligeres Bokeh, so wie die anderen Objektive der ähnlichen Baureihen, die schöne, unruhige Bokehs haben, welches ich wirklich sehr mag. Und das PG, eins der schärfsten Objektive, die Minolta je hergestellt hat. Ein MC-Objektiv erkennen wir daran, dass wir hier einen silbernen Ring haben. Ja, gehen wir weiter zu den MD-Objektiven, 50mm. Zwar erkläre ich auch jetzt, wo der Unterschied ist zwischen MD1, MD2 und MD3. Hier haben wir einmal die MD1-Variante. Erkennen wir wieder daran, dass wir keine Aufschrift haben, wie viel Filter Millimeter Durchmesser, also wie viel Millimeter Durchmesser der Filter hat, das Filtergewinde. Und zwar hat es dann immer automatisch 55 mm. Hier erkennen wir auch daran, dass es nicht so kompakt gebaut ist, wie jetzt zum Beispiel das MD2. Hier haben wir nämlich wieder das Phänomen, dass wir eine Steigung haben zum Blendenring. Übrigens ist das auch das 1.4er Objektiv. 50mm MD Rockcore. Also Unterschiede sind, dass wir hier eine Steigung haben. Sie ist etwas kompakter gebaut, dieses Objektiv, und damit auch etwas leichter wie das MD1. Aber einen noch größeren Unterschied haben wir dann zur MD3-Version. Das ist die MD3-Version. Haben wir wieder 49mm Filterdurchmesser. Und was auch auffällt, ist, dass wir nur MD 50mm draufgeschrieben haben. Also nicht mehr MD Rockcore. Das Rockcore haben sie bei der MD3-Version weggelassen und ist noch kompakter gebaut und auch noch leichter. Das heißt, hier haben sie auch noch mehr Plastik verbaut
was meiner Meinung nach schade ist, aber andererseits ist es dafür auch leichter. Und ein ganz großes Merkmal ist, dass wir hier diesen Schalter haben. Der dient nämlich dafür, dass wenn wir in die kleinste Blende stellen für die Programmautomatik, dass wir diesen Schalter umlegen und dann kann man da nicht mehr aus Versehen rausgehen. Durchaus ist es mal vorgenommen, dass man in der Programmautomatik fotografieren wollte und dann hatte man sie eingestellt mit, sagen wir mal jetzt mit dem MD1 und man ist durch irgendwelche Bewegungen aus Versehen ans Objektiv gekommen und zack, war man aus der Programmstellung raus und dann ist es nicht mehr in der Programmautomatik drin und eventuell wurde das Bild auch fehlbelichtet. Aber hier haben wir das Merkmal, dass wir den Schalter haben. Also MD3, die leichteste Version der MD-Version und für viele Benutzer auch die qualitativ schlechteste Version, was jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass es nicht so scharf ist. Was auch durchaus scharf ist, dieses Objektiv benutze ich auch gerne an der Minolta X700. Aber halt, es wurde weniger Metall verbaut, mehr Plastik und das Fokussieren ist auch ein anderes als bei der MD1-Variante. Ist meistens nicht so geschmeidig, weil man da irgendwie auf einer Messingschnecke einen Aluguss drauf hat und da reibt es sich einfach anders mit dem Fokussieren. Ja, so viel zu den MD-Varianten. Kommen wir weiter zum 55mm, was ich euch vorher schon einmal gezeigt habe. Hier haben wir eine MC2-Variante. MC2 sieht man daran, dass man einen silbernen Blendenring hat. Zwar als Vergleich mal die MC1-Variante. Entschuldigung, das ist echt durcheinander zu kommen. Die MC3-Variante hat einen silbernen Ring hier unten am Bajonett. Ist gut zu erkennen, aber dafür einen schwarzen Blendenring. Und bei der MC2-Variante haben wir auch einen silbernen Ring am Bajonett, aber auch einen silbernen Ring für die Blendenauswahl. Also das sind die Unterschiede. Und zur MC3 hat man dann schon solche runden Maße wie 50mm genommen. Hier haben wir das 50mm PG und hier, das waren auch so die Standardlinse für die SRT 101 und da wurden noch solche Maße genommen wie 55mm. Übrigens gilt das hier auch als Geheimtipp, weil es recht scharf ist und zu den Ecken nicht so stark abfällt mit der Schärfe. Ja, jetzt haben wir einen Klopper, wo eine Menge Glas verbaut ist, was sehr, sehr wertig ist und wahrscheinlich auch eines der teuersten Objektive, was ich habe. Und zwar ist es das 58mm 1.2. Ist eine Menge Glas und Metall, ist sehr schwer das Objektiv, also im Verhältnis zur Größe. Natürlich habe ich noch schwerere, aber einfach im Verhältnis ist es sehr schwer. Und es ist die MC3-Variante, sehen wir wieder daran, wir haben hier einen Silberring für das MC und aber einen schwarzen Ring für das MC3. Und zwar offenblendig, leider sehr weich, was viele Leute nicht mögen. Ich zum Beispiel mag es, dass es weich ist und hat aber dafür ein sehr aufwirbelndes und sehr unruhiges Bokeh, was ich auch sehr mag. Also für Offenblende vielleicht nicht so geeignet, aber ab Blende 2 lässt sich dann durchaus viel mehr Kontrast sehen im Bild und lässt sich sehr gut benutzen. Natürlich für Porträts oder ähnliche Fotografien. Hier gibt es auch wieder drei Varianten in der MC-Version. Das ist jetzt die MC3-Variante. Die MC2 hat einen Metallfokusring aus Berg und Tal. Und die Varianten MC1 und MC2 wurden noch mit Radioaktivität vergütet. Die MC3-Variante sowie diese hier nicht mehr. Braucht man sich keine Sorgen machen bei der radioaktiven Vergütung. Also ich will jetzt hier keine Linderung der Vergütung sagen, also dass sie total ungefährlich ist.
weil Radioaktivität ist immer gefährlich, aber wenn wir einen ganzen Tag telefonieren würden oder viele Stunden telefonieren würden, wären wir einer ähnlichen Radioaktivität ausgesetzt oder einer ähnlichen Wellenstrahlung ausgesetzt, als wenn wir mit diesem Objektiv viel fotografieren würden. Aber wie gesagt, diese Variante hat kein Thorium mehr als Vergütung genommen. Hier sind schon andere Materialien genommen worden. Fragt mich nicht, welche. Ja, dieses Objektiv habe ich dazwischen leider vergessen. Das MC Rokor PF 50mm. Und zwar wird von 50mm F2 nachgesagt, oder das Gerücht ist nicht tot zu kriegen, dass Leica, oder dass es ein Nachbau ist von dem Summicron 50 F2 von Leica. Aber bei genauerer Recherche kann das eigentlich nicht sein, dass das ein Nachbau ist. Aber trotzdem kursieren solche Gerüchte in sämtlichen Foren, dass das Minolta MC Rokor 50mm F2 ein Nachbau ist von Leica Summicron. Habe ich einfach nur gekauft, um meine Sammlung etwas zu verschönern, weil ich das Objektiv einfach kompakt und schön finde. Ist klar, hat eine Standardschärfe, worüber ich mich nicht beschweren kann, aber es ist jetzt kein herausragendes Objektiv. Übrigens sehen wir vielleicht öfters solche Aufschriften wie MD Rokor X. Das ist einfach nur die Variante, die für den nicht-europäischen Markt gebaut wurde, also für den amerikanischen Markt, Nordamerika, USA und Kanada. Da gab es die Objektive zu kaufen mit einer orangenen Aufschrift MD Rokor X, übrigens original zur XD11, und heißt aber nicht, dass das Objektiv jetzt besser ist, dass es besser vergütet ist oder schärfer ist. Es ist einfach quasi genau das gleiche Objektiv wie dieses 50mm MD1, aber es hat halt die Aufschrift Rokor X.